Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute die Ringvorlesung eröffnen darf mit dem Vortrag zum Thema der Ukraine-Krieg und das Recht. Bevor ich in die eigentliche Thematik einsteige, möchte ich mit ein paar Worten zur Ringvorlesung beginnen. Warum haben wir diese Ringvorlesung initiiert? Die Hochschule hat schon seit mehreren Jahren enge Beziehungen in die Ukraine, insbesondere zur staatlichen Universität in Tschernowitz oder Tschernivtsi auf Ukrainisch. Das ist die Hauptstadt der Bukowina und die dortige Universität ist unser Partner. Wir waren auch schon wiederholt dort zu Tagungen, zu Zertifikatkursen und Ähnlichem und Kolleginnen und Kollegen von dort haben uns besucht. In den letzten 2 Jahren natürlich leider alles nur virtuell. Aufgrund dieser Beziehungen, die wir bereits in die Ukraine hatten, haben wir dann sehr, sehr schnell reagiert. Wir haben tatsächlich es geschafft, ein, wir nennen es Fellowship-Programm für ukrainische Gastwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Boden zu stampfen. Wir haben, ich habe das nochmal nachgeschaut, die Bewerbungsfrist dafür in der ersten Märzwoche gehabt. Der Krieg begann am 24. Februar und haben dann bereits Mitte März die ersten Gäste aus der Ukraine bei uns begrüßen können. Das war nur möglich durch eine sehr unbürokratische Zusammenarbeit aller Ebenen an der Hochschule. Dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Und ich bin natürlich besonders froh, dass 2 von unseren Gastwissenschaftlerinnen heute auch bei uns sind. Ich weiß auch, und das freut mich auch, dass mindestens der Fachbereich Sozialwesen die Initiative sozusagen verdoppelt hat, sodass weitere ukrainische Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler in Kürze bei uns sein werden. Wir haben auch, es ist schon erwähnt worden, mittlerweile einige Studentinnen, tatsächlich auch nur Studentinnen, aus der Ukraine aufgenommen, die bei uns tatsächlich die Möglichkeit haben, auch weiter zu studieren, Leistungen abzulegen, Prüfungen abzulegen und sozusagen keinen Verlust im Studienablauf zu haben. Nun zeigt dieser Krieg, der sich gerade mal etwa 1000 Kilometer ostwärts abspielt, dass wir eigentlich sehr wenig, vielleicht auch zu wenig, über die Ukraine wissen. Hier in Deutschland, aber das kann man, glaube ich, auf ganz EU-Europa erweitern, vielleicht mit Ausnahme der Polen. Für uns ist das ein Land, das wir nie richtig wahrgenommen haben, das uns nicht bei uns auf dem Fokus war, obwohl es historisch gesehen sehr, sehr enge Beziehungen zu uns hat. Ich habe gerade Tschernowitz erwähnt. Tschernowitz war eine mehrheitlich deutschsprachige Stadt, bis zum Ersten Weltkrieg. Und so bekannte deutschsprachige Schriftsteller wie Paul Celan oder Rosa Ausländer kommen aus Tschernowitz. Nun kennt der eine oder andere vielleicht diese Schriftsteller, aber die wenigsten wissen, wo sie eigentlich aufgewachsen sind. Und insofern haben wir uns eigentlich überlegt, wir sollten das bei uns vorhandene Know-how tatsächlich als Angebot weitergeben, versuchen, die Kenntnis über dieses Land zu erweitern, zu vertiefen durch die Themen, die wir in die Ringvorlesung integriert haben. Es sind eher zufällig 7 Themen geworden, aber sie decken, glaube ich, sehr gut die verschiedenen Facetten der Ukraine ab. Denn es ist zu beobachten, dass tatsächlich sehr, sehr viele Fake News im Umlauf sind, sehr viele halbgare Informationen verbreitet werden, durchaus auch von der russischen Seite bewusst bestimmte Narrative bedient werden. Allein die Bezeichnung der Städte in der Ukraine ist sehr aufschlussreich. Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, dann lesen Sie immer von Kiew. Kiew ist die Transliteration der russischen Bezeichnung dieser Stadt. Wir müssten, wenn wir es ukrainisch schreiben, eigentlich Kiew schreiben, mit YIW. Das wird bei uns als Kiew bezeichnet, weil das sich so eingebürgert hat, ist aber eigentlich nur die Transliteration. Anders zum Beispiel eine Stadt wie Lemberg. Lemberg ist eine Stadt, die einen deutschen Namen hat, weil sie sehr lange zum österreich-ungarischen Doppelreich gehörte. Die Stadt kann man auch als Lviv bezeichnen, das ist die ukrainische, oder man kann es russisch als Lwow bezeichnen. Und wenn man dann von Kharkiv redet, dann ist das wiederum die ukrainische Transliteration. Und daran sieht man schon, wir werden mit Halbinformationen versorgt, ohne das alles richtig
einordnen zu können. Wir versuchen heute ein bisschen was im rechtlichen Bereich davon gerade zu rücken und die Kolleginnen und Kollegen werden in den nächsten Wochen dann die anderen Themen weiter vermitteln. Das Programm ist ein bisschen von der Reihenfolge zufällig zusammengestellt. Ich bin nur deswegen der Erste, weil bei der Verfügbarkeit der Referenten ich dann noch übrig blieb für den ersten Termin. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil natürlich Ausgangsbasis des ganzen Konfliktes eben dieser schon zweimal erwähnte Völkerrechtsbruch ist. Wir haben aber dann auch andere Themen, die ganz spezifische Besonderheiten der Ukraine hervorheben. Da möchte ich nochmal vielleicht besonders darauf hinweisen, das ist einmal der Vortrag zur Sprachensituation, weil ja manchmal ein bisschen der Eindruck vermittelt wird, jeder, der Russisch spricht, sei ein Russe. Und dann liest man plötzlich in der Zeitung komische Dinge. In Kharkiv würden jetzt Russen gegen Russen kämpfen. Das ist natürlich völliger Humbug. Da kämpfen Russen gegen russischsprachige Ukrainer. Nicht jeder, der Russisch spricht, ist ein Russe. Gerade wir Deutschen sollten das verstehen, weil nicht jeder Österreicher, nur weil er auch Deutsch spricht, ein Deutscher ist. Auch da, glaube ich, kann man sehr viel zusätzliche Informationen vermitteln, bis hin zu so Dingen wie, dass es eine relativ große ungarischsprachige Minderheit in der Ukraine gibt und Ähnliches. Und dann werden die einzelnen Themen durchgehen, bis am Ende zu dem Thema der Religion, da tut sich tatsächlich enorm viel, weil es dort mehrere orthodoxe Kirchen gibt und da verschiebt sich etwas weg von der Moskau-dominierten hin zu einer autokephalen ukrainisch-orthodoxen Kirche. Also alles spannende Themen. Sie sind alle herzlich eingeladen, zu diesen Themen zu kommen. Es ist selbstverständlich möglich, jeden Vortrag einzeln anzuschauen und wenn die Sprachen nicht Ihr Ding sind, dann schauen Sie sich halt die Wirtschaft an. Aber wir haben die schon so ein bisschen in einer Gesamtstrategie gesehen. Insofern glaube ich, es wäre auch ausgesprochen lohnenswert, sich alle sieben anzuhören. Lassen Sie mich ganz kurz etwas zu meiner Person sagen. Was ich an der Hochschule mache, ist schon erwähnt worden. Auch was ich an dem Institut mache, hier möchte ich auch nochmal ein Dankeschön an die Kollegin Gruschewaja aussprechen. Die leitet das Institut, die hat sich vor allen Dingen für die Integration der ukrainischen Studierenden eingesetzt. Ich bin im Vorstand der Deutsch-Ukrainischen Juristenvereinigung. Das ist ein eingetragener Verein, der sich mit dem Rechtsdialog zwischen Deutschland und der Ukraine beschäftigt, der sich dadurch auszeichnet, dass nahezu die Hälfte der Mitglieder Ukrainer sind. Jetzt gibt es eine weitere Vereinigung und auch das ist schon angeklungen. Ich bin auch Mitglied im Vorstand der Deutsch-Russischen Juristenvereinigung. Das habe ich hier mal kursiv gemacht, weil das natürlich nicht die Kompetenz für die heutige Veranstaltung unmittelbar ist. Das ist aber, glaube ich, wichtig zu sagen, ich bin keiner, der einseitig nur die eine Seite sieht. Und ich habe eigentlich lange Jahre, ich denke etwa 25 Jahre bin ich schon in dem deutsch-osteuropäischen Rechtsdialog befasst, das immer als komplementär gesehen. Ich bin auch Mitglied der neu gegründeten Deutsch-Kasachischen Juristenvereinigung und musste nun, wie wir alle erleben, im Februar, dass dieser Angriffskrieg aus dem Komplementären ein konträres Verhältnis gemacht hat. Ja, das vielleicht soll reichen als Einleitung. Was möchte ich mit Ihnen heute Abend erörtern? Ich werde nicht umhin kommen, ein bisschen Rechtsgeschichte mit Ihnen zu besprechen, einfach weil es wichtig ist, um zu verstehen, was uns mit der Ukraine verbindet. Ich werde kurz etwas zu den Grundlagen des ukrainischen Rechts sagen, ohne besonders viele Paragraphen zu erwähnen und werde dann noch versuchen, den aktuellen Krieg ein bisschen rechtlich einzuordnen. Das ist nicht zufällig der letzte Punkt, weil der hoffentlich dann überleitet in eine schöne Diskussion, bei der Sie dann herzlich eingeladen sind, sich zu beteiligen. Ja, machen wir los mit der Rechtsgeschichte. Die Kiewer Rus ist ein Thema, das in den Medien jetzt viel mehr Aufmerksamkeit erlangt, als es früher hatte. Die Kiewer Rus war die erste Staatsgründung der Ostslawen. Man unterteilt die slawischen Völker in die West-, die Süd- und die Ostslawen. Ostslawen sind die Weißrussen, die Russen und die Ukrainer. Und die Kiewer Rus war die erste Staatengründung. Hier habe ich Ihnen mal die 2-Grivna-Münze aus der Ukraine sozusagen mitgebracht. Und man sieht hier links den Jaroslav, den Weisen, einen der Herrscher dieser Kiewer Rus, die das Territorium der heutigen Ukraine, ja, mehr oder weniger beherrscht haben. Und Jaroslav der Weise war der
Nachfolger von Wladimir, das war der, der die Taufe durchgeführt hat. Und der hat dafür gesorgt, dass es in diesem Kiewer Staat es einen Recht gab, die sogenannte Ruskaja Pravda. Das war die erste Kodifizierung, wobei das ist keine Kodifizierung, so wie wir sie heute kennen, aber zumindest die erste Zusammenfassung rechtlicher Regeln in dem ostslawischen Raum im Jahr 1019. Sie sehen, das war erstaunlich früh. Man muss auch wissen, dass die damaligen Herrscher der Kiewer Rus eng nicht nur mit Byzanz verbunden waren. Von dort her kam nämlich der Impuls zur Kodifikation, weil von dort her natürlich der Einfluss des römischen Rechts dann auch nach Kiew gelangte. Sondern es gab auch sehr enge Beziehungen, zum Beispiel zu Deutschland. Der eine oder andere Herrscher der Kiewer Rus heiratete dann eine deutsche Prinzessin. Der Jaroslav der Weise war meines Wissens mit einer schwedischen Prinzessin verheiratet. Also es gab dynastische Beziehungen dieser Kiewer Rus in das übrige Europa hinein. Und die hatten natürlich auch eine selbstverständlich sehr archaische Rechtsordnung, aber die gab es. Ausgerichtet auf Ostrom und damit ebenso vom römischen Recht beeinflusst, wie dann, wenn man zugeben muss, allerdings erst 200 Jahre später, das hiesige Recht. Diese Kiewer Rus ist die Urzelle der ostslawischen Staatsbildung, was im Augenblick zu großen Interpretationskonflikten führt, weil aus der Kiewer Rus letzten Endes sowohl der ukrainische als auch der russische und wenn man so will auch der belarussische Staat entstanden sind, was dazu führt, dass zum Beispiel die bekannteste juristische Hochschule der Ukraine, nämlich die Universität, eine ganze juristische Universität in Charkiw, den Namen Jaroslav des Weisen trägt. Gleichzeitig es aber auch in Russland eine Hochschule namens Jaroslav des Weisen gibt, weil die sich alle darauf berufen. Und das in dem jetzigen Konflikt natürlich zu großen Meinungsunterschieden führt. Die Kiewer Rus wurde dann von den Mongolen in der Mitte des 13. Jahrhunderts niedergeworfen, zerstört, hat sich davon auch nie wieder erholt. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wanderte dann das Machtzentrum der Ostslawen nach Norden Richtung Moskau. Auch die orthodoxe Kirche zog dann irgendwann nach Moskau um. Und das ist so ein bisschen auch der Kern des aktuellen Konflikts. Ja, wie ging es weiter? Auch im Mittelalter gab es natürlich enge Beziehungen nach Deutschland oder in die deutschen Staaten. Deutschland in dem Sinne gab es damals noch nicht. Und hier sieht man ein sehr schönes Denkmal in Kiew, oberhalb des Dnieper, unweit dieser schönen Standseilbahn. Befindet sich dieses Denkmal, das schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Und das ist tatsächlich das Denkmal des Magdeburger Rechts. Das hat man deswegen in Kiew errichtet, weil die Stadt Kiew im 15. Jahrhundert für einen bestimmten Zeitraum dem Magdeburger Stadtrecht unterlag. Das kennen wir. Viele dieser freien Reichsstädte hatten ihre eigene Rechtsordnung. Da gab es einige besonders herausragend, Lübeck zum Beispiel, aber auch eben Magdeburg. Und das strahlte bis weit nach Osteuropa, eben bis auch nach Kiew aus und zeigt, dass der Rechtsdialog schon vor 500 Jahren ziemlich intensiv existierte zwischen dem, was später Ukraine wurde und dem, was später Deutschland wurde. Dieser enge Kontakt setzte sich dann fort, vor allen Dingen dadurch, dass die Westukraine, das ist die Gegend um Lemberg und die Gegend um Czernowitz, ja später Teil von Österreich-Ungarn war. Hier sehen Sie zwei Herren, die muss man nicht kennen, die sind aber für uns Juristen durchaus von Interesse. Links sehen Sie Herrn Eugen Ehrlich. Eugen Ehrlich ist einer der Begründer der sogenannten Rechtssoziologie, also der Frage, wie weit rechtliche Regelungen auch verbunden sind mit den zugrunde liegenden sozialen Verhältnissen. Und Herr Eugen Ehrlich war Professor in der Ukraine, beziehungsweise eben in Österreich-Ungarn, war Professor an der Universität in Czernowitz und auch heute noch kann man, wenn man in die juristische Fakultät dort hineingeht, rechts der Tür so eine Gedenktafel in Deutsch und Ukrainisch sehen, in der an Herr Eugen Ehrlich erinnert wird. Rechts der Herr ist Hans Groß. Hans Groß ist der Begründer der österreichischen Kriminalistik und auch der war Professor in Czernowitz an der dortigen Universität und hat dann ein Handbuch für Kriminalistik geschrieben, hat eine
Koffer entwickelt, mit dem man sich an den Tatort begibt, um dann alles das zu tun, was wir heute im Krimi abends immer sehen können. Also auch dort gab es natürlich einen intensiven rechtlichen Austausch. In diesen Teilen der heutigen Ukraine galt damals das österreichische Recht, also Zivilrecht, das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Aus alledem folgt, dass das ukrainische Recht schon damals und heute immer noch Teil des sogenannten kontinentaleuropäischen Rechtskreises ist. Sie wissen vielleicht, man kann die Welt grob in mehrere Rechtskreise unterteilen. Da gibt es den angelsächsischen, also Großbritannien, USA und alle Kolonien. Dann gibt es den kontinentaleuropäischen, es gibt den chinesischen, es gibt einen islamischen, es gab früher mal einen sozialistischen. Und uns verbindet mit der Ukraine, wir gehören demselben Rechtskreis an, wir stehen auf denselben Wurzeln des römischen Rechts und vor allen Dingen der Idee der Kodifikation. Insofern sind wir uns durchaus nah verwandt. Ja, wie ging es weiter? Weiter ging es damit, dass es der Ukraine im 19. Jahrhundert, als sehr viele Staaten sich herausbildeten, die Nationen sich formten, nicht gelungen ist, einen eigenen Nationalstaat herauszubilden. Die Ukraine geriet vielmehr unter den Herrschaftsbereich von zwei Imperien, nämlich einmal Österreich-Ungarn und zum zweiten dem russischen Zarenreich, etwa im Verhältnis 20% zu 80%. Der größere Teil der Ukraine war also zaristisch. Und was ich Ihnen hier als Symbol dafür mitgebracht habe, ist ein Cover einer CD. Das ist die zweite Symphonie von Tschaikowski. Und die heißt, wenn man genau hinschaut, die Kleinrussische. Die Kleinrussische, weil aus russischer Sicht die Ukraine Kleinrussland war. Jetzt gibt es auch manchmal Neurussland und Ähnliches. Also aus der russischen Sicht war das sozusagen, naja, die noch entwicklungsbedürftigen Teile des russischen Volks. Das war so ein bisschen das Selbstverständnis. Es soll sogar Orte gegeben haben, in denen man jetzt Aufführungen dieser Symphonie untersagt hat. Das halte ich offen gestanden aber für ein bisschen unsinnig. Herr Tschaikowski hat sich da bestimmt nichts Schlimmes dabei gedacht. Und die Symphonie ist schön oder nicht schön, völlig unabhängig davon, was dahinter steckt. Aber das ist ganz interessant, weil das zeigt die Stellung, die die ukrainische Bevölkerung in dem russischen Zarenreich hatte. Die war nämlich eher schwierig. In den österreich-ungarischen Territorien gab es zumindest eine kommunale Selbstverwaltung der ukrainischen Seite. Auch der Gebrauch der ukrainischen Sprache, der ukrainischen Religion, der ukrainischen Kultur war in Österreich-Ungarn, solange man dem Kaiser treu blieb, völlig unproblematisch. Wenn man das übrigens liest in alten Büchern, die Ukrainer, das sind die Ruthenen. Also die österreich-ungarische Bezeichnung für Ukrainer war die Bezeichnung, das sind die Ruthenen. Im Zarenreich gab es das nicht. Im Zarenreich sah sich die ukrainische Bevölkerung einer massiven Russifizierungspolitik ausgesetzt. Man versuchte, sie zu Russen zu machen, was letzten Endes, wir wissen es heute, nicht geklappt hat. Ja, am Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es immer noch nicht, einen ukrainischen Nationalstaat zu gründen. Vielleicht kennt der ein oder andere den Roman Die Weiße Garde von Bulgakov, die schildert, wie Kiew in den Jahren 1917, 18, 19 zahllose Male den Besitzer gewechselt hat, in den Wirren, die sich ergaben nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Osten, der ja schon etwas früher endete, und dann durch verschiedene Freikorps und Befreiungsbewegungen gab es da eine sehr chaotische Phase in der ukrainischen Geschichte, in der es mehrere Versuche gab, einen ukrainischen Nationalstaat zu gründen. Nun waren ja die beiden Imperien, die vorher das Land beherrscht hatten, untergegangen. Es gab Österreich-Ungarn nicht mehr, es gab das russische Zarenreich nicht mehr. Und deswegen wäre das ein Moment gewesen, in dem die Ukraine vielleicht es hätte schaffen können, einen Nationalstaat herauszubilden. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Denn was dann kam, war die ukrainische sowjetische sozialistische Republik. Hier sehen Sie die Flagge, wobei das ist die Flagge, die erst ab 1950 in Gebrauch war. Vorher sah die ein bisschen, da war die eigentlich nur rot und dann standen ein paar Buchstaben drin. Also es wurde dann eine Sowjetrepublik errichtet, die sich dann auch eine Verfassung gegeben hat, 1919. Das war natürlich eine sozialistische Verfassung mit einem Rätesystem, aber es war ein zunächst einmal unabhängiger Staat.
Denn erst 1922 schlossen sich ja diese Sowjetrepubliken zur Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, der UdSSR, zusammen. Man denkt ja immer, bei uns nach dem Zarenreich kamen gleich die Sowjetunion. Das stimmt aber gar nicht. Das hat ein paar Jahre gedauert. Und eine dieser am Ende 15 Sowjetrepubliken war dann die ukrainische Sowjetrepublik, was übrigens interessanterweise dazu führte, dass die Ukraine einen eigenen Sitz bei den Vereinten Nationen hatte. Das war so ein bisschen der, man wollte auch mehr als einen Staat haben. Deswegen hat man für Belarus und die Ukraine noch solchen Sitz organisiert. Die Ukraine hat dann auch immer wieder nationale Verfassungen gehabt, die sich an die geltenden Sowjetverfassungen orientieren musste. Sie sehen hier 1936, das war diese berühmt-berüchtigte Stalin-Verfassung, die wurde dann auch aufs Ukrainische transponiert. Und 1978, das war die sogenannte Brezhnev-Verfassung. Und die beiden wurden dann jeweils auch ins ukrainische Recht übertragen. Das bedeutet aber, die Sowjetunion war kein Einheitsstaat, sondern in der Sowjetunion gab es immer Unionsrecht und dann gab es Recht der einzelnen Sowjetrepubliken. Das wurde dann nochmal wichtig bei der Unabhängigkeit, denn es gab ein ukrainisches Recht. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie bei uns in Deutschland, wo ja in bestimmten Umfang jedes Bundesland auch ein eigenes Recht hat. So ähnlich war das auch in der Sowjetunion. Ja, wie ging es weiter mit der Perestroika, Gorbatschow, das kennen wir alles, bildete sich dann die Ukraine als tatsächlicher Nationalstaat heraus. Ich habe hier die Daten hier mal aufgeschrieben. Am 16.07. hat der oberste Sowjet, also noch der Sowjet, die staatliche Souveränität erklärt, was auch immer das ist. Dann am 24.08. hat das Parlament die Unabhängigkeit der Ukraine erklärt. Wohlgemerkt, noch gab es aber die Sowjetunion. Und da das ein bisschen unsicher war, hat man dann ein Volksreferendum angesetzt zur Abstimmung über die Unabhängigkeit der Ukraine. Das fand statt am 1.12.1991 und ergab eine überwältigende Mehrheit für die Unabhängigkeit. Das waren 84%. Hier übrigens ein interessantes Detail. Auch auf der Krim votierten damals ungefähr 54% für die Unabhängigkeit der Ukraine. Das führte dann wenig später, nämlich am 28.12. gab es ja das berühmte Treffen, wo dann die drei Präsidenten Russlands, der Ukraine und Belarus beschlossen haben, die Sowjetunion zu beenden. Das führte dann dazu, dass spätestens ab diesem Moment die Ukraine ein unabhängiger, souveräner Staat geworden war, was dann auch alle Staaten weitestgehend anerkannt haben, auch die Bundesrepublik Deutschland. Von dem Moment an, also ungefähr 30 Jahre mittlerweile, gibt es die Ukraine dann tatsächlich als eigenen Staat. Vorher war das immer nur kurzzeitig der Fall. So viel kurz zur Rechtsgeschichte. Wenn Sie einverstanden sind, wechseln wir in die Grundlagen des ukrainischen Rechts. Nachdem nun die Ukraine 1991 als Staat erstanden war, musste man natürlich eine Verfassung entwickeln. Man hat zunächst einmal diese letzte Verfassung aus den 70er Jahren angepasst, aber es war offensichtlich, dass das nicht wirklich zum Ziel führen konnte. Und deswegen musste eine neue Verfassung erarbeitet werden. Und diese Verfassung ist dann am 28. Juni 1996, also Sie merken, das hat 5 Jahre gedauert, von der Verkhovna Rada, das ist das Parlament, verabschiedet worden. Interessanterweise, im Unterschied zu vielen anderen Staaten, gab es keine Volksabstimmung. Das ist also eine Verfassung, die allein vom Parlament verabschiedet wurde, genau wie bei uns 1949, aber viele andere Länder, die da in den 90er Jahren ihre Souveränität zurückerlangt haben, haben das in Form einer Volksabstimmung gemacht, was einem solchen Dokument natürlich eine etwas höhere Legitimation verleiht. Das war in der Ukraine aber nicht der Fall. Das ist auch sehr turbulent gewesen. Man konnte sich zunächst nicht einigen, vor allen Dingen was die Kompetenzen zwischen Präsident und Parlament angeht. Dann hat der Präsident gedroht, wenn er jetzt nicht voranmacht, dann mache ich eine Volksabstimmung. Und dann haben die in einer, ich glaube, 16-stündigen Marathonsitzung diese Verfassung verabschiedet. Mit einer dann allerdings relativ großen Mehrheit, ungefähr 300 haben dafür und nur 30 dagegen gestimmt. Und seitdem ist auch der 28.06. dort ein Feiertag. Dann arbeitete man mit dieser Verfassung mehr schlecht als recht, wenngleich es durchaus auch faire Wahlen gab und auch Ablösung von Präsidenten. Und dann kam es, Sie haben vielleicht die Bilder noch im Kopf, 2004 zu dieser sogenannten Orangenen Revolution im Zusammenhang
mit den offensichtlichen Wahlfälschungen bei der Präsidentschaftswahl. Herr Janukowitsch behauptete, die Mehrheit zu haben, was ganz offensichtlich nicht stimmte, sondern die Mehrheit hatte tatsächlich Herr Juschenko errungen. Dann kam es zu diesen lang anhaltenden Protesten auf dem Maidan, wo alle sich in Orange gekleidet haben, deswegen Orange Revolution, was dann dazu führte, dass eine Neuwahl angesetzt wurde, die dann Herr Juschenko sehr deutlich gewonnen hat. Im Zusammenhang damit hat man eine Verfassungsreform installiert, die dafür sorgen sollte, die sehr mächtige Position des Präsidenten im Verfassungssystem zu reduzieren zugunsten einer stärkeren Betonung des Parlamentarismus. Das hat auch zunächst mal gut funktioniert. Und Herr Juschenko, Sie wissen das, der war im Dauerclinch mit Frau Timoschenko, das war die mit den Zöpfen auf dem Kopf. Das war nicht besonders effizient. Also die Protagonisten der Orangen Revolution haben im Grunde genommen dabei versagt, den Staat anschließend gründlich und professionell zu regieren, weil sie sich gegenseitig blockiert haben. Sie haben allerdings eines getan, sie haben bei der nächsten Wahl ihre Wahlniederlage akzeptiert, was dann dazu führte, dass einige Jahre später der Herr Janukowitsch dann doch noch Präsident wurde. Und der hat dann allerdings begonnen, die Verfassung sozusagen wieder zurückzuentwickeln. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass das Verfassungsgericht, das in Teilen wohl ihm, ich sag mal vorsichtig, verbunden war, diese Reform von 2004 aufgrund eines Formfehlers wieder aufgehoben hat. Das heißt, man hat das System wieder zurückgenommen, ist wieder in die stärker präsidial ausgerichtete Verfassung vor 2004 zurückgegangen. Der Hintergrund war, dass Herr Janukowitsch natürlich sicherlich die Absicht hatte, da bis zum Lebensende zu bleiben. Und dann kam es zur zweiten Revolution 2014, wo dann, Sie kennen vielleicht oder Sie kennen sicherlich die Ereignisse noch, wo dann Herr Janukowitsch so eine Schaukelpolitik zwischen der EU und Russland gemacht hat, die dann letzten Endes dazu geführt hat, dass auf dem Maidan sich wieder viele Demonstranten, pro-europäische Demonstranten versammelt haben. Da ging es auch dann eigentlich gar nicht mehr in erster Linie um den Beitritt oder dieses Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, sondern da ging es später dann auch gegen Janukowitsch und die unter seiner Zeit exorbitant angewachsene Korruption. Man hat ja den Palast, den er sich da hat bauen lassen, mit goldenen Badewannen und Ähnlichem mittlerweile zum Museum gemacht. Das führte letzten Endes im Februar 2014 zu diesen Schießereien. Es sind ja ungefähr 100 Menschen dabei zu Tode gekommen, unter Umständen, die bis heute nicht genau geklärt sind, und führte dann zu dem Regimewechsel. Herr Janukowitsch ist über die Krim dann nach Russland geflohen. Und das hat verfassungsrechtlich dazu geführt, dass man 2014 wieder die Reform von 2004 in Kraft gesetzt hat, also die Position des Präsidenten reduziert hat gegenüber der Position des Parlaments. Es gab eine ganze Reihe weiterer Änderungen. Unter anderem hat man auch noch eingeführt eine klare Ausrichtung der ukrainischen Verfassung auf die euroatlantische Integration. Die Präambel der ukrainischen Verfassung sieht also vor, dass die Ukraine sich Richtung EU und NATO orientieren soll. Sie sehen an dieser etwas turbulenten Entwicklung, wenn man sich anschaut, was das deutsche Grundgesetz in dieser Phase durchgemacht hat, ist das stinklangweilig, dass das alles nicht so einfach war und sehr unterschiedliche Interessengruppen da in unterschiedliche Richtungen gezogen haben. Das beschädigt bis heute eigentlich die Legitimation der ukrainischen Verfassung, weil all diese Änderungen und Zurückänderungen und dann doch wieder Änderungen letzten Endes verfahrenstechnisch nicht sauber gemacht worden sind. Man hat da nicht alle beteiligt, die hätten beteiligt werden müssen. Dann hat der Falsche unterschrieben, weil der Janukowitsch schon weg war. Das stellt, glaube ich, die faktische Geltung, auch die rechtliche Geltung der Verfassung jetzt nicht in Frage, ist aber natürlich eine Hypothek, gerade in einem Land, das manchmal zentrifugale Kräfte hat wie die Ukraine. Ja, schauen wir kurz rein, was in der Verfassung so drin steht von 1966. Die hat 161 Artikel, das ist so mehr oder weniger das, was wir auch haben und was vergleichbar ist. Sie hat zunächst eine Präambel, dann hat sie allgemeine Bestimmungen, so eine Art Staatsgrundbestimmung, werde ich gleich einige nennen. Dann hat sie einen sehr ausführlichen Grundrechtekatalog und dann kommt die klassische Staatsorganisation, wer welche Kompetenzen hat und Ähnliches. Es gibt ein eigenes Kapitel zum Sonderstatus der Krim und ganz am Schluss steht dann noch, wie man die Verfassung im Einzelnen ändern kann. Ja, den Artikel 1 habe ich tatsächlich mal mitgebracht. Nicht? Die Ukraine ist ein souveräner und unabhängiger demokratischer sozialer Rechtsstaat.
Das lernt man im Jurastudium in Deutschland im ersten Semester, das sind wir nämlich genau auch. Also insofern ist das nichts anderes als ein Anschluss der ukrainischen Rechtsentwicklung an das, was es im Rest Europas schon seit 50 Jahren oder auch noch länger gibt. Das ist eine moderne Verfassung, die die Ukraine hat. Da haben natürlich auch eine ganze Reihe ausländischer Experten mitgewirkt. Und es liegt nicht an der Verfassung, dass in der Ukraine vieles etwas chaotisch abgelaufen ist, sondern der Art und Weise, wie sie dann umgesetzt wurde. Ja, was sind die Grundprinzipien? Ich habe Ihnen hier mal etwas mitgebracht. Es gibt erfreulicherweise jetzt gerade rausgekommen ein neues Buch mit europäischen Verfassungen in deutscher Übersetzung, auch wenn es in Wien gedruckt ist. Und da gibt es auch tatsächlich eine aktuelle Übersetzung der geltenden ukrainischen Verfassung. Unter der hier angegebenen Mailadresse, Internetadresse ist auch eine deutsche Übersetzung verfügbar. Also, die Ukraine ist ein demokratischer Staat, und zwar ein repräsentativ demokratischer Staat. Das ist wichtig, weil die sozialistische Sowjetrepublik war eine Räterepublik. Da waren eben keine Repräsentative, also keine Freiheit des Abgeordneten, nur nach seinem Gewissen zu entscheiden, wie wir es bei uns auch kennen. Die Willensbildung des Volks erfolgt einmal durch Wahlen und zum anderen durch Volksabstimmungen. Die Wahlen ist einmal die Präsidentschaftswahl und die zweite Wahl ist die Wahl des Parlaments, der Werchowna Rada. Es ist so, dass die Ukraine kein föderaler Staat ist, deswegen gibt es auch nur eine Kammer des Parlaments, nicht wie bei uns ein Bundesrat und ein Bundestag, sondern es gibt nur die Werchowna Rada. Das ist ein Problem, zu dem ich gleich noch ein bisschen mehr sagen werde. Die Ukraine bekennt sich als Rechtsstaat mit Rechtsweggarantie, das heißt, man kann gegen sämtliche Akte staatlicher Gewalt, durch die man sich nicht korrekt behandelt fühlt, dann auch vor ein Gericht ziehen. Es gibt eine Gewaltenteilung zwischen den schon erwähnten Personen und es ist allerdings nach Artikel 2 die Ukraine auch ein Einheitsstaat. Das wird häufig kritisiert. Es gibt ja auch, oder vielleicht muss man sagen, gab den Vorschlag unseres Bundespräsidenten, die Ukraine solle sich doch stärker föderalisieren, um die Konflikte in der Ostukraine zu entschärfen. Das steht zumindest so nicht in der ukrainischen Verfassung. Das hat man in den 90er Jahren ganz bewusst da reingeschrieben, um die zentrifugalen Kräfte einzubinden, weil man befürchtet hat, wenn man das auch noch in eine föderale Struktur macht, dann fällt das Land ein bisschen auseinander. Ob das perspektivisch geändert werden kann, ich habe da auch mal an der Universität in Lutsk mit ukrainischen Kollegen darüber diskutiert, die waren alle vehement gegen den Föderalismus, weil sie gesagt haben, das zerstört unser Land. Da muss man vielleicht auch akzeptieren, dass es dort andere Traditionen gibt. Ja, das ist eine offene Frage. Ich habe noch mal rausgesucht den Artikel 10, der behandelt nämlich die Sprachenregelung, weil auch das immer etwas ist, was häufig in der Diskussion ist. Also der Artikel 10 der ukrainischen Verfassung ordnet an, dass die Staatssprache in der Ukraine ukrainisch ist. Das ist nun nicht wirklich überraschend, dass man seine eigene Sprache zur Staatssprache erklärt. Ausdrücklich wird dort aber erwähnt, dass die russische Sprache und die Sprache anderer Minderheiten geschützt wird. Da steht also ausdrücklich in der ukrainischen Verfassung drin, dass die russische Sprache geschützt wird. Weitere Minderheiten betreffen, es gibt eine ungarische Minderheit, vor allen Dingen in Transkarpatien, und es gibt auch eine rumänische Minderheit in den anliegenden Grenzregionen. Auch deren Sprachen werden geschützt. Aber es ist in der Tat so, dass in den öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Hochschulen, Gerichten immer ukrainisch zu sprechen ist, was man irgendwie auch nachvollziehen kann. Ja, wie sieht es in der Ukraine mit den Grundrechten aus? Auch das ist immer noch ganz spannend. Wir haben einen umfangreichen Katalog mit Grundrechtsvorschriften in der Verfassung. Da sind alle klassischen Grundrechte enthalten, das, was man so typischerweise kennt, Meinungsäußerungsfreiheit, Eigentumsgarantien und so weiter. Es gibt auch mittlerweile eine ganze Reihe sozialer Grundrechte. Das liegt daran, dass die Verfassung später entstanden ist als unsere. Also es gibt zum Beispiel einen verfassungsrechtlichen garantierten Schutz der Erholung für Menschen, die arbeiten. Das steht also ausdrücklich in der ukrainischen Verfassung drin. Ob das wirklich dazu führt, dass die Arbeitnehmer sich dort mehr erholen können als anderswo, wage ich zu bezweifeln, aber immerhin steht es drin. Seit 2016 gibt es auch die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde. Das heißt, eine einzelne Person kann, wenn sie meint, in ihren verfassungsrechtlichen Grundlagen verletzt zu sein, sich an das hier abgebildete ukrainische Verfassungsgericht wenden. Das ist nur eine Möglichkeit, was man tun kann. Die Ukraine ist auch Mitglied des Europarates. Im Unterschied zu Russland. Russland ist da ausgetreten unter
mehr oder weniger Beleidigungen, indem sie gesagt hat, wenn das alles hier nur die Lakaien der NATO seien, dann wollen sie da auch nicht mehr mit dabei sein. Die Ukrainer sind dabei, sind auch sehr stolz dabei zu sein, sind auch, das muss man fairerweise sagen, eines der Länder mit den meisten Verfahrenszahlen. Also es gab in Straßburg immer drei Staaten, die besonders viele Verfahren hatten. Das waren Russland, die Türkei und die Ukraine. Nun sind es noch zwei. Zeigt aber auch, dass die Ukraine einerseits einen Handlungsbedarf hat, was die Umsetzung von Rechtsstaatlichkeit angeht, aber auch bereit ist, an der Stelle entsprechend mitzuarbeiten. Das steht übrigens auch in der ukrainischen Verfassung, dass die Einbindung in solche internationalen Strukturen vorgesehen ist. Ansonsten durchläuft das ukrainische Rechtssystem immer noch eine, ich habe das mal doppelte Transformation genannt. Warum doppelte? Zum einen ist immer noch eine Transformation vom alten sowjetischen Recht hin zum modernen marktwirtschaftlich orientierten Recht notwendig. 30 Jahre sind dann doch noch keine so ganz lange Zeit. Da gelten dann häufig noch alte Rechtsakte, die man nur modifiziert hat, die man aber eigentlich mal überarbeiten müsste. Und zum Zweiten durchläuft die Ukraine seit einigen Jahren eine Abnabelung von Russland. Das hat spätestens 2014 begonnen, nochmal verstärkt durch das Assoziierungsabkommen, dann, das 2017 ja endgültig in Kraft getreten ist. Das heißt, jetzt versucht man auch, sich von Rechtstraditionen Russlands ab und Rechtstraditionen der Europäischen Union zuzuwenden. Das führt manchmal zu einem ziemlichen Durcheinander, weil die Regeln schnell geändert werden, die Nutzer gar nicht so genau Bescheid wissen. Also da ist vieles, sagen wir es mal positiv, sehr in Bewegung. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Rechtsgebiete eingehen und was zum Arbeitsrecht oder zum Gesellschaftsrecht sagen, aber ich will auch ein paar Probleme hinweisen. Auf das erste habe ich schon hingewiesen, die Verfassung ist ein bisschen in ihrer Legitimation eingeschränkt durch die Art der Verabschiedung. Die Justiz arbeitet noch nicht immer ganz zufriedenstellend. Die ist eigentlich seit gefühlt 10 Jahren in einer Dauerreform und so richtig funktionieren tut das immer noch nicht. Die Ukraine hat auch immer noch ein Problem mit der Korruption. Ich habe mal die aktuellen Zahlen rausgesucht, also im aktuellen Corruption Perception Index Platz 132. Man muss das nicht bis auf die Nachkommastelle glauben, aber es ist natürlich ein Problem. Ja, das waren ein paar Ausführungen zum ukrainischen Rechtssystem. Und jetzt komme ich zum dritten und wahrscheinlich spannendsten Teil, nämlich zu der rechtlichen Einordnung des aktuellen Kriegs. Sie sehen hier ein Bild aus dem Nürnberger Prozess, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat man sich nämlich rechtlich ein bisschen schwer getan, Angriffskriege zu bestrafen oder die Personen zu bestrafen, die einen Angriffskrieg verursacht haben. Man hat dann zurückgegriffen auf einen Vertrag, den Brion-Kellogg-Pakt von 1928, um daraus abzuleiten, dass das Führen eines Angriffskrieges völkerrechtlich ein Delikt darstellt. Und hat dann, ich glaube nicht alle, aber doch die meisten der Kriegsverbrecher in Nürnberg auch wegen, man hat das damals Verbrechen gegen den Frieden genannt, bestraft. Und eine ähnliche Frage stellt sich jetzt natürlich im Zusammenhang mit dem Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine. Es geht also um das sogenannte Recht zum Krieg. Habe ich das Recht, Krieg zu führen? Es geht noch nicht um die Frage, was dann in dem Krieg an Regeln gelten. Und da habe ich mal mitgebracht hier Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta. Und da steht drin, dass jeder Mitgliedstaat der Vereinten Nationen sich verpflichtet, weder Gewalt anzuwenden noch Gewalt anzudrohen gegenüber irgendeinem anderen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen. Also nach 1945 hat man dann begonnen, den Angriffskrieg als ein Übel auch in internationalen Abkommen zu charakterisieren. Und das findet sich eben jetzt hier in der UN-Charta drin. Und bekanntermaßen alle Protagonisten in diesem Konflikt sind Mitglieder der Vereinten Nationen, sodass das für die alle natürlich gilt. Worauf hat sich jetzt der russische Präsident berufen? Der hat den Artikel 51 der UN-Charta erwähnt. Der Artikel 51 sagt nämlich, dass ein Staat berechtigt ist, Gewalt, auch militärische Gewalt, anzuwenden, dann, wenn er selber Opfer eines Angriffs wird. Also die Verteidigung gegen einen Angriff, die ist natürlich zulässig. Das ist ähnlich wie im privaten Bereich. Man darf keine Gewalt gegen andere Personen anwenden, aber im Rahmen der Notwehr darf man sich gegen einen Angriff natürlich zur Wehr setzen. Das gilt auch im Völkerrecht, in dem Artikel 51. Und damit ist zumindest eines völlig klar,
die Ukraine ist völkerrechtlich absolut berechtigt, sich mit ihren Truppen gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Das ist völkerrechtskonform. Nicht völkerrechtskonform ist aber der Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine, denn das ist keine Selbstverteidigung, auch wenn man das so behauptet. In dem Zusammenhang wird häufig umfangreich diskutiert über die Sicherheitsarchitektur, die sich in den letzten Jahrzehnten in Europa herausgebildet hat. Da habe ich mal ein paar Grundlagen rausgesucht. Fangen wir an mit der Schlussakte von Helsinki. Da gab es die Ukraine natürlich noch nicht als eigenen Staat, aber die Sowjetunion. Und die Schlussakte von Helsinki war ja so ein bisschen das Fenster für die Menschen im Ostblock Richtung Westen, was dann möglicherweise auch dazu beigetragen hat, dass einige Jahrzehnte später der Ostblock zusammengebrochen ist, weil da erstmals sich die Sowjetunion und ihre Satelliten verpflichtet haben, auch bestimmte Menschenrechte zu wahren. In dieser Schlussakte steht aber eben auch drin, dass alle Staaten, auch die Sowjetunion, deren Rechtsnachfolger ja die Russische Föderation ist, eben sich verpflichten, keinerlei Gewalt anzuwenden, die Grenzen der einzelnen Staaten zu respektieren, die territoriale Integrität zu schützen und so weiter. Also alles das, was Russland verletzt hat, das ist schon in der Schlussakte von Helsinki so niedergelegt. Die wurde dann von der Charta von Paris 1990 noch ein bisschen, neudeutsch würde man sagen, abgedatet. Und da ist interessant, dass auch dort sich schon Formulierungen finden, dass eigentlich jeder Staat frei ist, sich seine eigene Sicherheitsstruktur zu suchen und eigene Freiheit hat, Bündnisstrukturen beizutreten. Wohlgemerkt, ein Dokument, das die Sowjetunion und damit in der Rechtsnachfolge auch Russland unterzeichnet hat. Dann kommt dieses berühmte Budapester Memorandum von 1994. Die Ukraine war nach dem Zerfall der Sowjetunion ungewollt zur drittgrößten Atommacht der Welt geworden, weil die sowjetischen Atomstreitkräfte zwar nur in drei Staaten disloziert waren, man hat das lieber nicht nach Turkmenistan und auch nicht ins Baltikum gepackt, aber in der Ukraine befanden sich, glaube ich, knapp ein Drittel der sowjetischen Atomraketen. Das war für die Ukraine natürlich eine finanzielle und organisatorische Belastung, die eigentlich nicht zu tragen war. Und es gab natürlich ein hohes Interesse im Westen, dass diese Atomraketen nicht irgendwie verloren gehen oder andere Dinge damit passieren. Und deswegen hat man ein Abkommen geschlossen zwischen der Ukraine, der Russischen Föderation und einigen westlichen Staaten, insbesondere den USA. Und in diesem Abkommen hat sich die Ukraine verpflichtet, ihre Atomraketen abzugeben an Russland und gleichzeitig Garantien bekommen von den Signatarstaaten dieses Abkommens, dass ihre territoriale Integrität, Unabhängigkeit und Souveränität garantiert wird. Und diese drei Garantiemächte waren die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Russische Föderation. Also Russland hat sich in einem Vertrag verpflichtet, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine zu garantieren. 1997 wurde die sogenannte NATO-Russland-Akte unterzeichnet. Also das sind alles Dokumente, die Russland entweder als Rechtsnachfolger der Sowjetunion akzeptiert hat oder später selbst unterzeichnet hat. In der NATO-Russland-Akte wurde auch nochmal festgelegt, dass jeder Staat das Recht hat, frei seine Bündnisse zu wählen. Ja, das alles hat bekanntermaßen Russland dann nicht mehr gefallen, irgendwann später. Putin hat dann Ende 2021 ja einen Vorschlag gemacht, wie man alles lösen könnte, indem die NATO sich einfach zurückzieht auf den Stand von 1997. 1997 war die NATO noch in Westeuropa und nur die DDR war schon sozusagen der Bundesrepublik angegliedert und dort waren auch keine NATO-Truppen. Und das war so die Vorstellung von Putin, wenn ihr da alle wieder abzieht, dann können wir uns vielleicht friedlich einigen. Das hat bekanntermaßen nicht funktioniert und jetzt dazu geführt, dass Russland diesen Angriffskrieg gestartet hat. Interessant ist, welche Begründungen die russische Seite für diese Spetsoperatia, also diese Spezialoperation, gegeben hat. Ich habe die mal aufgelistet ohne Anspruch auf Vollzähligkeit, weil ich nicht sicher bin, ob es nicht noch weitere gab. Also zunächst hat Russland behauptet, wir brauchen Sicherheitsinteressen. Wir werden bedroht, die NATO rückt uns auf die Pelle, dann stehen im schlimmsten Falle Atomraketen an der ukrainisch-russischen Grenze, die sind dann nur noch 800 Kilometer von Moskau entfernt. Das war das erste Argumentationsschema, wobei man, glaube ich, dazu sagen muss, dass es zu keinem Zeitpunkt konkrete Pläne der NATO gab, irgendwelche derartigen Waffen dort aufzustellen. Aber allein die hypothetische Möglichkeit war aus russischer Sicht ein Problem.
Als der Angriff begonnen hat, war das Ziel die Entnazifizierung der Ukraine, die nach russischer Diktion von einer faschistischen Junta gegen den Willen des Volkes beherrscht wurde. Das Ganze ist deswegen skurril, weil bekanntermaßen Herr Selenskyj Jude ist und russischer Muttersprache. Dann kam als nächstes Ziel die Entmilitarisierung. Das ist schon deswegen absurd, weil kein Staat ein Recht hat, von einem Nachbarn zu verlangen, sich zu entmilitarisieren und das, wenn das nicht freiwillig macht, dann auch noch militärisch durchzusetzen. Ja, dann kam die Behauptung eines Genozid im Donbass. Also die Ukraine verübe seit 8 Jahren einen Genozid im Donbass. Das Ärgerliche ist, dass die OSZE, die dort diese Frontlinie überwacht, von dem ganzen Genozid seit 8 Jahren nichts bemerkt hat. Und in allen Berichten der OSZE immer gesagt wird, es gibt da gab dort permanente Schießereien an der Grenze. Die waren aber häufiger seitens dieser sogenannten Separatisten aus diesen Volksrepubliken als von ukrainischer Seite. Ja, dann gab es die Argumentation, die Ukraine habe geplant, biologische Waffen zu entwickeln. Beweise wurden dafür nicht vorgelegt. Auch da ist die Frage, ob das überhaupt, selbst wenn es so wäre, ein geeignetes Argument wäre, um einen Krieg zu beginnen. Jetzt als letztes, bei den Veranstaltungen am 9. Mai, hat dann Putin gesagt, das war ein Präventivkrieg. Wenn wir die Ukraine nicht angegriffen hätten, dann hätten die uns kurze Zeit später angegriffen. Das ist ungefähr so glaubwürdig wie der Angriff auf den Sender Gleiwitz 1939. Nicht? Da standen 2 Millionen deutsche Soldaten an der polnischen Grenze und haben sich dann so lange verteidigt, bis sie das Land erobert hatten. Also letzten Endes rechtlich ist das alles Nonsens. Das sind alles keine tragfähigen Argumente. Selbst dann, wenn man ihnen gewisse Tatsachen, Wahrheit zubilligen würde, was ja auch nicht der Fall ist. Es gibt keinen Genozid im Donbass, beziehungsweise jetzt gibt es vielleicht einen, da wo die Russen sind. Und Entmilitarisierung, Entnazifizierung, das ist alles Humbug, das sind alles keine juristischen Argumente. Das unterscheidet übrigens auch diesen Krieg von den Konflikten 2014. Also die Annexion der Krim hat man auf russischer Seite zumindest noch versucht, mit einer theoretisch plausiblen juristischen Argumentation zu versehen, weil man das Selbstbestimmungsrecht der Völker in Anschlag gebracht hat und gesagt hat, die haben ja in einer Volksabstimmung sich dafür entschieden. Dass diese Volksabstimmung nichts wert ist, weil sie erstens vor den Läufen von Gewehren stattgefunden hat und zweitens auf dem Zettel der Abstimmung noch nicht einmal stand, dass man eigentlich bei der Ukraine bleiben wollte. Das heißt, man konnte auch bei der Abstimmung schlicht nicht dafür stimmen, ich möchte bei der Ukraine bleiben. Das ist ungefähr so, wie wenn man bei der nächsten Bundestagswahl nur noch entweder die SPD oder Herrn Scholz wählen kann. Dann ist das Ergebnis irgendwie klar, aber demokratisch wäre das nicht mehr. Naja, also deswegen kann man diese Abstimmung nicht ernst nehmen. Aber in der Tat ist natürlich richtig völkerrechtlich, dass das Selbstbestimmungsrecht und die territoriale Integrität in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen. Wir kennen das alle in Europa, das ist ja der Präzedenzfall, wo auch die Russen sich gerne darauf berufen, das ist das Kosovo und die Loslösung des Kosovo von Serbien. Da hat der Westen wahrscheinlich auch manchmal nicht ganz clever reagiert damals. Aber eine derartige Begründung gibt es für diesen Angriff nicht. Also selbst die russische Seite bringt keine Argumente, die auch nur theoretisch geeignet wären, zu erklären, warum das rechtlich zulässig ist, was sie da tun. Das sind nach meinem Dafürhalten alles Argumente, die sich an das innerrussische Publikum richten, um zu erklären, warum man da jetzt einen Krieg führt und warum vielleicht die Söhne und Töchter dort fallen. Aber rechtlich ist das einfach nicht gehaltvoll. Ja, was ist die Schlussfolgerung daraus, wenn man es ein bisschen rechtlich versucht aufzuschlüsseln? Klar ist, schon der Truppenaufmarsch von Belarus einmal rum bis unten an der Küste war völkerrechtswidrig. Schon die Androhung von Gewalt ist ein völkerrechtliches Delikt und nicht zulässig. Dabei kommt es natürlich nicht darauf an, ob man selber sagt, ich drohe, sondern ob das ein neutraler Dritter so empfinden muss. Und natürlich musste die Ukraine das als Drohung empfinden, wenn 200.000 angriffsbereite Truppen an 3 Seiten der Grenze stehen. Da kann auch nicht Herr Lavrov sagen, oh, das ist aber keine Drohung. Doch, das ist eine Drohung und schon das war völkerrechtswidrig. Über den Angriff brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu reden. Am 24.02. der verstößt gegen so ziemlich jede grundlegenden völkerrechtlichen Rechtsprinzipien und alle, wie ich vorhin dargestellt habe, alle möglichen Rechtfertigungsgründe sind schlicht nicht valabel. Das führt dazu, dass wir eigentlich ganz eindeutig rechtlich sagen können, was zu tun wäre. Sie werden aber gleich lachen, weil das natürlich realistisch nicht ist. Aus rechtlicher Sicht ist völlig klar, die Russen müssen ihre Truppen abziehen und Reparationen für alle Schäden zahlen. Punkt.
und zwar aus dem gesamten Territorium der Ukraine. Danach kann man dann über alles Mögliche verhandeln, Neutralität und Ähnliches, aber solange das nicht der Fall ist, kann das nicht die Lösung sein. Man muss vielleicht versuchen, das in eine private Lebenssphäre zu übertragen. Nicht, stellen Sie sich vor, jemand bricht in die Wohnung bei Ihnen ein und besetzt zwei Ihrer Zimmer dort. Und dann sagen Sie, das finde ich aber nicht gut, geht da wieder raus und dann sagt er, weißt du was, ich komme dir entgegen. Ich gebe ein Zimmer zurück und das andere muss ich aber behalten, damit ich meiner Familie gegenüber noch das Gesicht wahren kann. Ich glaube, bei diesem privaten Beispiel wird klar, wie absurd diese Argumentation ist. Zumal wir, glaube ich, um vieles uns Gedanken machen müssen, aber nicht um die Gesichtswahrung von Herrn Putin. Ob das so kommt, ist eine ganz andere Frage. Im Völkerrecht hat man immer das Problem, dass es schöne rechtliche Regeln gibt, aber niemand sie so richtig durchsetzen kann. Aber zumindest eine rechtliche und damit auch eine moralische Komponente ist sicherlich vorhanden. Ganz kurzer Exkurs, ist eigentlich das Führen eines Angriffskrieges strafbar? In Deutschland ist das sehr eindeutig geregelt im § 13 des Völkerstrafgesetzbuches, das sogenannte Verbrechen der Aggression. Wer also in Deutschland einen Angriffskrieg vorbereitet, plant oder gar durchführt, wird bestraft mit lebenslanger Haft. Das ist also eine der gravierendsten Straftaten, die man machen kann. Da haben wir aus unserer Vergangenheit sicherlich gelernt. Das Interessante ist, auch im russischen Strafgesetzbuch gibt es einen Artikel 353, der genau das Gleiche sagt, mit dem kleinen Unterschied, die Höchststrafe ist dort nicht lebenslänglich, sondern 15 Jahre Haft. Wobei, wenn Sie jemals, ich zum Glück immer nur von außen, ein russisches Gefängnis gesehen haben, ich würde lieber lebenslang in ein deutsches Gefängnis, als auch nur 5 Jahre in ein russisches Gefängnis gehen. Ich glaube, das würden wir alle nicht überleben. Das heißt, auch nach russischem Recht ist das, was da passiert ist, offensichtlich strafbar. Also eigentlich, wenn Russland ein funktionierender Rechtsstaat wäre, müsste jetzt der Staatsanwalt in Moskau gegen Herrn Putin ermitteln. Tut er natürlich nicht, aber das zeigt ein bisschen die ganze Einordnung. Nur noch, um die Skurrilität abzuschließen, diese Höchststrafe von 15 Jahren für das Führen eines Angriffskrieges ist dieselbe Höchststrafe, die der neue Artikel 207.3 des russischen Strafgesetzbuchs hat, für Fake News über russische Militäroperationen. Wenn die von mehreren Personen mit schwerwiegenden Folgen begangen werden, also wenn mehrere Personen gleichzeitig sagen, dass das ein Angriffskrieg ist, könnte das eine schwere Folge sein und dann ist die Höchststrafe auch 15 Jahre Haft. Also Fake News über die russische Armee genauso schlimm wie Angriffskrieg. Das ist so ein bisschen die Logik, die Russland in den letzten Wochen an den Tag gelegt hat. Ja, zum Glück ist das nicht nur meine Meinung, auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat sich mit der Frage beschäftigt und hat da eine sehr klares Ergebnis gebracht. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat am 16. März 2022 gesagt, dass Russland kein Recht hat, die Ukraine zu überfallen, es keinen Genozid im Donbass erkennen könne und deswegen angeordnet, dass Russland seine Truppen zurückzuziehen habe. Die Entscheidung ist mit, ich glaube, 13-2 Stimmen gefallen. Das ist ein internationaler Gerichtshof. Sie können sich irgendwie ausrechnen, welche beiden Richter das nicht so gesehen haben, der russische und der chinesische. Aber alle anderen, einschließlich der aus Afrika und anderen Ländern Asiens, haben das so gesehen. Also insofern hat man hier schon in einem Eilverfahren allerdings nur eine Einschätzung vom internationalen Gerichtshof. Ganz kurz noch, neben dem Recht auf einen Krieg gibt es natürlich auch das Recht im Krieg, also das humanitäre Völkerrecht oder das Kriegsvölkerrecht. Wie darf man sich im Krieg nur verhalten? Das ist völlig losgelöst von der Frage, ob man einen Krieg führen darf. Das gilt in jedem Fall einer bewaffneten Auseinandersetzung. Und da gibt es zum einen die Haager Abkommen und zum zweiten die Genfer Abkommen. Der Unterschied ist, die Haager Abkommen beschäftigen sich mit der Frage der Kombattanten, also der Soldaten im weitesten Sinne, die Genfer Abkommen mit allen anderen Zivilisten, Verletzte, Kriegsgefangene. Wichtig ist, all diese Regelungen gelten unabhängig davon, ob ein formaler Krieg erklärt wurde. Also die gelten auch in einer Spezoperatia, wenn man die russische Bezeichnung mal verwenden will, und halten dort Regelungen fest. Einmal, wie gesagt, für den Schutz der Kämpfenden und für die alle anderen, die dort betroffen sein können, Kranke, Kriegsgefangene, Zivilbevölkerung etc. Das sind die klassischen Regeln, die gibt es schon etwas länger, die Den Haager Landordnung ist schon von 1907. Ja, die Frage ist jetzt, ne, was passiert da im Augenblick?
Wir beobachten in den Medien, aber das kann man natürlich alles nicht hundertprozentig überprüfen, das ist nicht gerichtsfest, aber wir sehen dort eine Vielzahl von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht, nicht Tötung von Zivilisten wie in Butscha, ganz offensichtlich, dann die, oder vielleicht vorher noch nicht, die Vergewaltigungen, die da auch in großem Umfang stattfinden, der Beschuss von zivilen Zielen, auch teilweise wohl von Kulturgütern, die beschädigt werden. Auch das ist nach humanitärem Völkerrecht nicht zulässig. Deportation von Zivilbevölkerung, davon erfahren wir wenig, weil da keine westlichen Journalisten mehr sind. Aber es scheint so zu sein, dass in den Gebieten, die die russische Armee besetzt hält, wesentliche Teile der Bevölkerung durch sogenannte Filtrationslager geschleust werden, wo dann alle, die nicht pro-russisch sind, dann erstmal aussortiert werden in irgendeiner Weise. Das ist natürlich alles auch ein evidenter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Ja, das Aushungern von Ortschaften, zumindest solange da noch Zivilpersonen drin sich befinden, wäre auch eins. Der Einsatz verbotener Munition, da habe ich bewusst ein Fragezeichen hingemacht. Es gibt immer wieder Berichte über bestimmte Munition. Da muss man auch wissen, manche sind dann doch erlaubt. Aber das ist bisher nicht beweisbar, ob da irgendwas war. Bisher scheint es auch zum Glück so zu sein, dass keine atomaren, biologischen oder chemischen Waffen eingesetzt worden sind. Aber das kann man natürlich nicht ausschließen, dass das noch kommt. Ja, ob man dann schon so weit geht zu sagen, das ist Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das weiß ich nicht. Das wird man wahrscheinlich erst hinterher genau überprüfen können. Aber dass hier dieser Krieg nicht nur, ich glaube, das ist deutlich geworden, an sich ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist, sondern auch in der Art und Weise, wie er geführt wird, ich glaube, das liegt nach alledem auf der Hand. Ich komme zum Ende. Es gab selten einen Konflikt, bei dem der Aggressor und das Opfer so einfach zu ermitteln sind. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Nicht? Man kommt irgendwie hin, zwei Kinder streiten und es ist sehr schwer zu ermitteln, wer jetzt angefangen hat, der hat mir die Gummibärchen weggenommen, der hat mich gehauen, etc. Hier ist es ziemlich evident. Ja? Wir sehen, das eine Kind klaut dem anderen die Gummibärchen. Punkt. Es ist deswegen rechtlich sehr einfach zu bewerten. Bei der Krim, wie gesagt, konnte man noch argumentieren. Hier kann man, glaube ich, ernsthaft nicht argumentieren, dass das rechtlich in Ordnung ist, was die Russische Föderation macht. Es ist allerdings auch, glaube ich, extrem schwierig, das Ganze durchzusetzen. Wir haben die schwierige Situation, dass hier evidente Verstöße gegen das Völkerrecht von einem ständigen Mitglied im Weltsicherheitsrat verübt werden. Damit ist das Gremium, was in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen ist, um militärische Konflikte zu entschärfen, blockiert. Denn durch ein Veto verhindert Russland sämtliche Entscheidungen dieses Gremiums. Das wirft natürlich Fragen auf, ob dieses Gremium so sinnvoll ist, aber deswegen ist die Durchsetzung dieses Rechts sehr schwierig. Sie ist dann auch nochmal schwierig, weil der Aggressor hier eine der wenigen Atommächte ist und ja durchaus regelmäßig auch mit dem Einsatz solcher Waffen zumindest verbal droht, sodass es auch schwierig ist, das Ganze hier durchzusetzen. Ja, wir könnten diskutieren über die Frage, wie auch das Verhalten Deutschlands zu bewerten ist, Stichwort schwere Waffen und Ähnliches. Und natürlich ist das Ganze auch ein gewaltiger Schlag für die europäische und weltweite Sicherheitsarchitektur. Ich habe mal nur drei Themen aufgeworfen. Nicht? Was ist mit den Atomwaffen? Also wie gehen wir damit um? Ich habe das Gefühl, ich habe auch noch den Kalten Krieg erlebt, da gab es noch mehr Atomwaffen. Aber da war deren Einsatz sehr viel undenkbarer. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen und kann mich auch nicht erinnern, dass die Sowjetführung jemals so leichtfertig ständig mit diesen Waffen gedroht hätte, wie das die russische Führung seit einigen Wochen tut. Das macht einem natürlich extreme Sorgen. Ich hatte schon thematisiert, was nützt mir ein UN-Sicherheitsrat, wenn er dann blockiert ist? Und ein sehr aktuelles und trauriges Thema, das ist das Thema Hunger als Waffe. Nutzt tatsächlich Russland, das sieht schon so aus, die besondere Position der Ukraine in der Weltnahrungsversorgung als einer der größten Exporteure. Wir sehen, dass immer im Supermarkt kein Sonnenblumenöl mehr da ist. Das hat aber mehr was mit Panikverhalten der deutschen Nutzer zu tun. Erst nächstes Jahr wird es dann wirklich eng. Aber nutzt tatsächlich Russland seine Möglichkeiten, um über Hunger Einfluss zu gewinnen? Alles das spannende Fragen. Ich bin froh, dass ich doch noch für ein bisschen Fragen Zeit gelassen habe, darf mich bei Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Ihre Fragen.